musst nicht mehr lange warten. Ob im Haus oder Garten landen auf deinem Handy bald mehr Daten als im Bagdad Granaten. 5G macht's möglich. Wir werden alle profitieren, sagen die, die da verdienen und den Ausbau organisieren. Sie nehmen die Gefahren gelassen. Und sie sagen der Masse, wir brauchen die Technik, für den Anschluss nicht zu verpassen. Und obwohl sie das sagen, wächst im Magen langsam das Unbehagen, dass wir die Strahlen vielleicht gar nicht so gut vertragen. Wir werden auch nicht gefragt, obwohl es uns alle betrifft. Wenigstens das ist nichts Neues. Es ist nie anders gesehen in der Geschichte. Eine traurige Tradition zu der technischen Entwicklung, die schneller ist als das Wissen darüber, ob uns die mal das Genick bricht. Hey, oh, der Druck ist auch gross. Machen es mir nicht, dann machen es andere. Wer interessiert denn da schon, ob die Gefahren nicht ganz verstanden sind? Singen wir vielleicht gerade eine neue Seite vom alten Lied, weil es wird ein bisschen wie der Wettlauf ins All zu Zeiten vom Kalten Krieg. Es macht einem doch langsam Muff. Das kann's doch nicht sein. Alltagsthemen sind heute so kompliziert wie Astronomie. Während Experten streiten über Chancen und Gefahren, fühlst du dich in diesen Zeiten als Bürger chancenlos und verloren. Hast du es auch noch nicht ganz verstanden? Gehen die Meinungen schon auseinander. Jeder sagt etwas anderes, will mehr Recht haben als der andere. Zu viele Meinungen, mit zu wenig Ahnung und als wäre es nicht schon schlimm, hat jeder selbsternannte Experte dank im Internet auch eine Stimme. Das Netz ist voll von wilden Theorien über eine Verschwörung. Dunkle Macht wollen scheint unsere Unterdrückung und Zerstörung. 5G sind die Waffe, um uns alle kontrollieren, Gedanken zu manipulieren und Krankheiten zu installieren. Sie wollen uns innerlich grillieren, zum Massenkonsum verfeiern und feiern den Kampf, solange bis keiner mehr insistieren. Machtelite, Reptiloiden und Keimilogen planen so unseren Untergang durch gemeine Katastrophen. Und was wäre, wenn auch nur ein Funke von dem Ganzen wahr ist? 5G zwar nicht der Untergang, aber doch eine kleine Gefahr ist. Wie schützt man sich davor? Nur zum Sichergehen versteht sich. Vorsicht ist nämlich alleweil noch besser gewesen als Nachsicht. Unsere Lösung ist so einfach wie umstritten. Bindet bitte mindestens eine Alufolie um die Fritte. Wenn nicht, wir haben euch gewarnt, dann machen euch halt Strahlen dumm. Aber nicht mit uns. Ab sofort machen wir im Minimum eine Alu drum.